tatsächlich ein Rubik's-Cube, ein Zauberwürfel. Ein 80er-Jahr. Genau, genau, genau. Und das, nein, nein, nur einen bestimmten Move. Der geht so, keine Ahnung, 5, 6 Züge, die muss man sich merken. Ja. Bring ich dir bei. Okay. Weißt du, und dann würdest du den machen und das war's schon. Also es geht nur darum, dass man die einfach lernen kann. Das will ich zeigen, weißt du? Okay, und wo willst du das machen? Hier. Achso, ja, dann bitte. Du bist gerade hier, ne? Ja, ja. Okay, cool. Ja, super. Hier, Ian heiße ich. Sina. Ja. Cool. Hi. Sorry, ich muss ein Video machen. Ich habe deine Freundin gerade mal gefragt, ob sie mir ganz kurz helfen kann. Ja, ist das okay für dich? Ja. Ja? Geht auch schnell. Und wir können auch dann gleich mal erstmal sagen, was hier für eine Sauerei in Hamburg passiert. Damit alle zur Demo kommen sollen. Ja, also während du den Move übst, kannst du erzählen, was du willst. Ja, nein, ja. Die ganze Zeit, oh, bist du schüchtern? Guck mal, sie schaut aus. So, Sina hat mich mitgenommen. Sina ist gerade hier eigentlich mit ihrer Freundin. Wie heißt du? Sandra. Sandra? Sandra. Hi, hier. Hallo. Grüß dich. Wir haben schon Hallo gesagt. Ja, haben wir. Und du meinst, du machst das für mich, ne, Sina? Du lernst das mit mir im Cube-Dings, ja? Ich lerne das mit dir. Cool, cool, cool. Ja, unter der Voraussetzung, dass ich eine Unterschrift bekomme. Ja, mach ich. Ich mach. Was unterschreibe ich denn da überhaupt? Du unterschreibst. Oh, Hamburgs Hochschulen Detten? Jawohl. Klar, das unterschreibe ich. Ja. Unterschreibe ich sofort. Sofort, sofort bitte, sofort. Hi Leute, ich bin Sina und ich werde jetzt den 5. OLL-Algorithmus lernen. Und ihn euch beibringen. Und ihn euch beibringen, selbstverständlich. Ich mach erstmal auf, ne? Ja, mach mal auf. Ja. Okay. Probier die durch mal alle durch. Dreh die mal, was hältst du von denen so? Ey, ich möchte den. Ich habe den gesehen und der hat mich angestrahlt und deswegen möchte ich, glaube ich, der sofort den. An. Ja, der schreibt mich an. Ja, aber es geht nicht ums Aussehen. Du musst sie fühlen. Der ist schon sehr locker, oder? Wie findest du den? Ja, ich bin ja nicht die kräftigste, deswegen ist locker ja auch nicht das Schlechteste für mich. Ja, wie ist der? Der ist geschmeidiger. Aber der sieht nicht so gut aus. Sieht nicht so gut aus? Nein. Okay. Wie findest du den? Ich nehme den. Der sieht... Ja. Warte. Oh, das ist der Ghost Hand. Das Modell Ghost Hand, okay. Hast du den alle schon ausprobiert? Weil den ersten, da hast du auch schon gesagt, den willst du nehmen. Ja, der hat mich so angestrahlt. Ich gehe da auch nach der Aura. Okay. Okay, du gehst nach der Aura und die gefällt dir wirklich am besten, der da. Ja. Okay, gut. Wir nehmen den. Dina hat sich für Ghost Hand entschieden. So, ich bring dir Sexy Move bei. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Mit links so halten, dass du rechts und oben bewegen kannst. Ja? Mhm. Und dann mit der rechten so halten wie ein Hamburger. Wie ein Hamburger, in den du reinbeißt. Rechts. Am besten du ziehst ihn von hier hinten. Am besten du hältst hier so. Genau. Und mit rechts so. Dann kannst du immer mit deinem Zeigefinger, halt deinen Zeigefinger hier hinten, dann kannst du da gleich triggern, ne? Okay, nochmal. Hoch, links. Warte, ich muss dich ja so, weil dann lande ich ja hier. Genau, dann kannst du da triggern. So? Genau, und runter, nein, und wieder runter so und zurück. Und zurück. Genau, nochmal. Mach immer wieder hintereinander. Immer wieder hintereinander, bis ihr das schnell könnt. Ey, aber der ist... Willst du doch lieber einen anderen Würfel? Ah, du willst doch lieber einen anderen. Sieh an. Dann guck mal, der ist ganz auseinander. Ja, aber ich dachte, der hat so eine tolle Aura. Oh Mann. Versuch mal den, wie ist der? Es kommt nämlich doch nicht aufs Aussehen an. Es kommt auf die, ne? Beschaffenheit an. Frauen suchen sich immer den Schönsten aus und so. Das ist völliger Quatsch. Probier es mal mit mir. Ist der irgendwie besser? Warte. Hoch links. Zwei. So schnell würde ich das aber trotzdem nicht hinbekommen. Doch. Mit dem kommst du ein bisschen besser klar, ne? Als mit dem Ghost Hand. Was ist... Ach, willst du doch den versuchen? Ja, die sollen nicht so auseinandergehen. Sollen nicht so auseinandergehen? Warte mal, lass mich mal den nehmen. Mal gucken. Weil jetzt weiß ich ja, was ich hier... Der hier geht nicht so viel auseinander. Wie findest du den hier? Ich finde das gut, wenn der ist ungeschnallt. Willst du mal den hier nehmen? Nee. Den kann man schnell machen, ne? Okay, Hamburger, Hamburger. Hamburger, okay. Fängst mit oben an. Vielleicht sollte ich ein bisschen Alkohol trinken.
hoch, links, zurück, zurück. Fertig, ja. Also du hast ihn drin, sehe ich schon. Nee, doch nicht. So, jetzt nochmal. Sterne! Nochmal, nochmal. Hoch, links. Nein. Nochmal. Musst du denn nochmal auf Toilette? Hab ich nochmal ein paar Minuten. Natürlich. Üb so lange du willst. Üb so lange du willst. Du kannst dir Zeit nehmen. Oh Gott. Okay, versuch nochmal. Okay. Warte, ich krieg das noch hin. Ich krieg's noch hin. Oh, meiner wird jetzt gerade ganz grün. Komisch. Einer hat gefehlt. Du hättest hier oben noch da zurück noch machen einmal. Müssen, ne? Okay, nochmal. Okay. Soll ich für dich mal alles fertig machen, dann kannst du sehen, ob der auch stimmt, weißt du? Also mach eigentlich erst hier so ein Kreuz und dann setzt man hier so 4 Slots ein, seht ihr? 1, 2, 3, 4. Und das hier ist zum Beispiel der erste Slot, hier, seht ihr? Und dann sucht man den zweiten, das ist der zweite Slot. Und hier ist der dritte Slot und hier der vierte Slot. Dann hat man die unteren beiden Ebenen fertig. Und jetzt kommen diese Ole Els ins Spiel, mit denen macht man dann alles gelb. So, seht ihr, dann ist alles gelb. Und das Kannst ist einer davon. Kannst du den jetzt komplett lösen? Das ist einer davon, ja. Und wie lange brauchst du dafür? Also 20, 30 Sekunden brauche ich schon. Er braucht 20, 30 Sekunden. Auch ganz lösen können. Ey, ist kein Ding. Aber müssen wir schon Zeit für nehmen. Dauert so 2-3 Stunden, um den ganz zu lernen. Kannst du also mal, weil wie lange hast du gelernt, um das so flott hinzukriegen? Ja, aus dem Internet habe ich mir das gesagt. Aber ich habe echt so vielen Leuten das schon beigebracht. Und die können das alle auch jetzt unter. Also, ja, die können das alle unter einer Minute und teilweise auch unter 30 Sekunden. Weil du musst nur 5 von diesen Moves. Du hast jetzt einen Move gelernt, ne? Und du musst 5 davon lernen, dann kannst du den gesamten Würfel schon lösen. Und wenn du ein bisschen trainierst, so 2-3 Wochen, dann kannst du mit diesem System den unter einer Minute lösen. Ich möchte so ihn nicht mehr unter einer Minute lösen können. Ich möchte ihn grundsätzlich einfach mal lösen. Nee, es geht auf Zeit. Alles geht um die Zeit. Ihr müsst Competition machen, wisst ihr? Competition? Einfach nur lösen reicht nicht. Auf die Plätze. Sandra ist aber auch 5 Jahre jünger als ich. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hoch. Fertig. Wow. Das ist ganz schön schnell. Ist egal. Wir machen das jetzt. Du musst oben noch zurück machen. Das hast du gerade eben auch vergessen. Den hier noch zurück. Den noch zurück. Und dann hoch. Hä, wieso ist der denn jetzt nicht gelöst? Aha. Verstehe ich nicht. Aha. Ich möchte den auch lösen. Das kann ich euch beibringen. Das ist doch kein Ding. Okay, alles klar. Okay, am Anfang nicht nur die Seite runterziehen, sondern die 2 Seiten runterziehen. Das war nicht meine Schuld, das war seine Schuld. Das war meine Schuld. Absolut. Sina hat alles richtig gemacht. Ich bin perfekt da drin. Okay, okay, versuch nochmal. Geht los? Mhm. Okay, nee, die beiden. Oh, Entschuldigung. Ja. Beim Zurück auch, ne? Ja? Beim Zurückmachen auch. Ja, genau. 1, 2, 3. Oben zurück, gut. Beide hier, ne? Ja. Okay. Ah, irgendwas ist schief gelaufen. Die beiden Button sind hier vorne, ne? Genau, die beiden Button sind vorne. Also Front. Front. 1, 2, 3. Gut. Halt. Das war der erste sexy Move. War der erste. Jetzt kommt der zweite sexy Move. Gut. Zweite. Und jetzt? Zurück. Woo! Ja, der ist aber noch gar nicht fertig. Doch, du hast alles gelb gemacht. Der Move. Ah, das war richtig. Das war richtig. Sina, ich glaube, ja. Du hast den Move drauf. Ich glaube, ich habe den Move drauf. Bist du bereit, eine Zeit zu nehmen? Bist du bereit, einmal zu stoppen? Komm, wir stoppen jetzt mal deine Zeit los. Wir machen den Move jetzt und wir stoppen die Zeit, okay? Wir machen den Move jetzt. Ja. Ich habe aber meine beiden Button jetzt nicht mehr da. Ich ist egal. Okay. Alles klar. Okay. Bist du etwa nervös, Sina, oder was? Ja. Echt? Nur weil du eine Zeit nehmen musst? Du setzt mich unter Druck. Okay. Ich kann sowas nicht. Du musst erst... Stresssituation. Du musst erst den Würfel hinlegen. Leg mal den Würfel hin. Und jetzt musst du gleich deine beiden Hände, musst du da auf diese Pads tun. Tu deine Hände auf die Pads, da drauf. Und dann machst du den Move ganz schnell und am Schluss beide Hände wieder drauf. Okay? Die sind jetzt ganz feucht, meine Hände. Ready? Ja.
Mach, fang an, wenn du bereit bist. Oh. One, two, three, go! Oh. Das hätte fast. Scheiße! Ich hab immer. Ja. Sandra? Ja, hatte ich auch schon. Ja, hatte ich auch schon einen. Konntest du ihn nicht lösen? Nee, und er hat mich aggressiv gemacht. Ein kleiner Schlüsselanhänger. Und was dann passiert? Ich habe ihn durch die Wohnung geworfen und schlussendlich weggeworfen. Müll damit. Traurig. Hast du dir nie gewünscht, dass du ihn wirklich richtig ganz lernen kannst? Natürlich. Natürlich. Aber aus eigener Kraft hätte ich das nie geschafft. Ah, es kitzelt mich, das ist dir ganz beizvoll. Ja, ich mach das auch okay. Nochmal für die Kamera, was studiert ihr beiden denn eigentlich? Wir sind Handelslehrer. Oh, yeah. Oder ihr werdet Lehrerinnen? Ja. An beruflichen Schulen, ja. Für eine Berufsschule. Oh, doch schon 10. Aber ich würde sehr gerne. Tada! Tada! Okay, jetzt muss nur noch mit Zeit klappen. Alles klar, kriegen. Kein Thema. Okay, Sina, zweiter Versuch. Bist du bereit? Drück mir die Daumen. Okay. Was heißt denn hier zweiter Versuch? Das war der erste. Okay, erster Versuch, ja. Leg los, wenn du bereit bist. Und schon! Sehr gut! 10 Sekunden! 10 Sekunden, zeig mal die Zeit. Okay, 10 Sekunden und 73, aber die 10 steht drauf. Die 10. Es ist keine 11 geworden, es ist 10. Meinst du kannst es noch schneller? Natürlich! Meinst du knackst die 10 Sekunden? Ich knack die 10 Sekunden. Ja. Geil. That's the spirit. That's the spirit. Okay, wir machen direkt noch einen hinterher. Sina will die 10 Sekunden knacken. Sogar 7. Ich bin schon ein bisschen stolz auf dich. Oh Gott, ich werde immer besser. Sauber, sehr gut. Vielen Dank, Sina. Gerne. Jetzt bin ich aber fertig.